Ach, Leute, willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ich weiß, ich sehe ein bisschen albern aus mit meinem Stein am Stock. Aber was soll's heute? Ich war wieder richtig schön am Erkunden, jedenfalls im Internet, auf interaktiven Karten und habe unsere nächsten Ziele markiert. Hauptsächlich natürlich die ganzen Höhlen, die uns noch fehlen. Oh, so sieht's halt aus, ne? Ich habe auch noch die markiert, die ich an sich schon gefunden habe, wo aber noch kein Häkchen ist. Und ich habe zum Verständnis, weil manche sich vielleicht wundern, wofür stehen jetzt die Herzen, Also das hier sind einfach Höhlen, ne, so ein bisschen. Und Herzen, die symbolisieren nochmal so Eingänge zur ein und derselben Höhle. Ne, weil das zählt ja auch alles zu 100% auf der Karte und ich hoffe, ich habe bisher noch keinen quasi Zusatzeingang übersehen. Aber hier zum Beispiel, ne, das hier ist zum Beispiel ein Eingang, der halt zu dieser Höhle hier noch führt. Da muss man irgendwie nochmal ganz genau gucken. Und ansonsten habe ich auch nachgeschaut und das hier habe ich markiert, weil das müsste der letzte Abgrund sein, den ich noch nicht durchschritten habe und der da dementsprechend oder nicht auf der Karte ist, ne? Okay, und deswegen, ja, alles cool, haben ordentlich was zu tun, aber erstmal Spaß und Freude bei den Angelstädtrennen. Oder vorher hießen die ja wie Red Gatta. Hallo, hier drüben. Alter, Mann, ich muss erstmal gucken, wie das hier aussieht. Das ist ja richtig schick. Alter, Mann, egal, mit den Büchern hier Regale in die Palme reingehauen. Ob das so gut ist? Oh, hier ist ja ein Tagebuch, ja, okay. Ah, hier ist dieses Ding, hat er uns ja erzählt, ne, wenn's fertig ist, einfach raufmontieren und dann geht das Rennen los. Alter, geil. Hier schön ein paar Sachen zum Bauen. Ach, war richtig cool. Ja, mega mal gespannt. Lass mal kurz hier oben gucken. Das ist also der Ozean. Ey, haben die Gerudes noch nie gesehen oder was? Hups. Also, nee, von hier ist bestimmt von wegen alles im Auge behalten. Den Kurs und so, dass keiner hier irgendwie ja, die Regeln missachtet, war. Ja, okay. Ach, schön. Einfach so gebaut. Ey, jawohl, ich sehe gerade, guck mal, die drei Palmen. Die kommen da oben raus und sind dann aber hier unten zusammengezwirbelt. Wie geht das denn? Na, mit Magie und Fantasie, Leute, ist doch klar. So, erstmal, So, das Regelwerk. Oh, aktuelle Rekordzeit, Tipps und Tricks. Die Angelstädtrennen, das offizielle Regelwerk. Möchtest du dieses Buch lesen? Wer innerhalb des Zeitlimits alle Lichter berührt und dann zum Startpunkt zurückkehrt, hat das Rennen abgeschlossen. Wer unterwegs sein Gefährt loslässt oder die Strecke verlässt, wird disqualifiziert. Es muss das vorgegebene Lenkelement verwendet werden. Der Rest des Fahrzeugs darf frei zusammengestellt werden. Um das Rennen anzutreten, bitte das Gefährt am Startpunkt aufs Wasser befördern und einen Mitarbeiter ansprechen. Was ist denn der Rekord? Anfängerstrecke, noch kein Rekord. Fortgeschrittener Rekord, noch kein Rekord. Expertenstrecke und noch kein Rekord. So, hier sollte man aber nichts wirklich Relevantes mehr als Belohnung bekommen. Es zählt einfach zu den Minispielen. Und es gibt tatsächlich noch ein paar Minispiele, die wir noch nicht gesehen haben. Einige schon, ne, mit wie ganz komisch da in die Mitte fliegen von der komischen Isla Kokolinta. Oder halt auch mit diesem Goron und Orni, dem da Steine hinschlagen, wisst ihr noch. Und so ein paar, ne, zeige ich euch auch noch alle. Aber wir sind dann, mache ich hier alle Rennen? Oh Mann, ey. So, hallo Yolanda. Willkommen beim Angelstadtrennen. Wie du siehst, siehst du enorm viel mehr. Eine einzigartige Kulisse, nicht wahr? Und das Beste daran, auf welche Weise du die Strecke hier absolvierst, liegt ganz bei dir. Und ganz selbstverständlich ist die Teilnahme für dich kostenlos als Retter. Wenn ich dem Retter des Dorfes Geld abknüpfen würde, bekäme ich vom Dorfvorsteher eins auf den Deckel. Strecke ansehen. Ach, wie gewissenhaft du dich vorbereitest zum Dahinschmelzen. Also für welche Strecke interessierst du dich denn? Zeig mal die Anfängerstrecke her. Alles klar, dann warte mal kurz, während ich die Strecke vorbereite. Alter, nur um mir die anzugucken? Welcher Schalter war nochmal für die Anfängerstrecke? Alter, ein Schalter? Diese Lichter strahlen fast so hell wie die Liebe in unseren Herzen. Wirst du standhaft diesen Glanz blicken? Du kannst dir gern auch von der Aussichtsplattform einen Überblick verschaffen. Wenn du genug vom Studieren hast dann und endlich probieren willst, melde dich nochmal, ja? Okay, er hat einfach aufgebaut. Ach, guck mal. So wird das also gemacht. Verstehe. Cheaten. So. Ach so, ja, da fahre ich einfach immer im Kreis rum. Ja, bestimmt da hinten noch dann lang bei den nächsten Strecken. Einfach richtig schön große Kreise fahren. Ach, das ist ja schon richtig einfach. Und reicht nicht so ja das Ding hier aus? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das würde es ja wirklich ausreichen. Du baust einfach das Ding hier und dann machst du den Lenker drauf fertig. Ja, das Spiel will ja halt einfach, dass du da nicht so kompliziert denkst. Ne? Einfach machen. Für die Anfängerstrecke sollte es reichen. So, ich melde mich mal an. Ich hab Bock. Na, genug Anschauungsunterricht bereit, um dich nass zu machen? Diese Strecke fahren. Oh, nicht so schnell mit den Jungs-Seepferdchen. Zuerst einmal musst du dir ein Bötchen konstruieren. Du kannst alle Materialien verwenden, die dir zur Verfügung stehen.
Tob dich aus und bau das Wasserfahrzeug deines Vertrauens. Hm? Wenn du mit dem Bötchen glücklich bist, musst du es nur noch zu Wasser lassen. Okay, wenn du bereit bist, sag einfach einem Mitarbeiter hier Bescheid, ja? Dann mache ich das Tor auf. Ach, eins noch, damit wir deinen Rekord aufzeichnen können, musst du das spezielle Lenkelement anbringen. Ja, ja. Spezielles Lenkelement. Ja, denn das hier ist richtig speziell. So einfach schön in der Mitte so ein bisschen. Oh Gott, guck mal, da ist ja so was drauf. Was ist denn da drauf? Ach so, einfach eine Rüstung und so ein Helm. Cool. Ja, hallo, seid ihr hier Mitarbeiter jetzt oder wie? Ein Rennen auf der Meeresoberfläche. Etwas Vergleichbares habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Da kommen mir gleich noch mehr Ideen für Fahrzeuge in den Sinn. Moment, Pio ist ein Profi mit Leib und Seele. Sie ist sehr beschäftigt mit neuen Ideen für die Fahrzeuge. Also wenn du eine Strecke angehen möchtest, melde dich lieber bei mir, klar? Ich will's wagen. Mit ihrem geilen Cobra-Stab oder Schlangenstab. Na, inspizierst du die Strecke oder was? Da kannst du es wohl nicht erwarten, hm? Ich versuche es jetzt. Das Rennen beginnt im Wasser. Wenn ein Fahrzeug nicht ordentlich an der Oberfläche schwimmt, geht das Tor gar nicht auf. Ach so, Fungs, ey, die haben ja alles hier automatisiert oder was? Also, der fällt einfach da rum, also... Ist doch kein Ding, oder? So. Fertig. Soll ich einfach starten in die Tour auf? Hoffentlich. Nein, okay. So, jetzt schwimmt doch schon. Hab's. Düdüdü. Leute, was ist hier los jetzt? Ja. Mach auf jetzt. Ah, Fernanda hat uns ein paar Sonarbauteile mitgegeben. Sie war richtig aufgekratzt deswegen. Anscheinend hofft sie, dass sie etwas bekannter werden. Sie hat uns auch gezeigt, wie man sie benutzt. Also mach dir da keinen Kopf. Ohne die gibt's kein Rennen mehr. Na, genug geredet. Ich habe sie jedenfalls alle aufgebaut und du kannst sie gerne bedienen. Aber geh sorgsam mit ihnen um. Ja, ich will's jetzt wagen. Ja, alles klar, Mann. Ja, ich versuch's jetzt. Du siehst wild entschlossen aus. Das gefällt mir. Passen Sie mit Ihrem Stab auf, Ma'am. Landa, bereit die Strecke vor. Alles klar, Mann. Dann mal munter an Bord, Matrose. Warte auf den Startschuss. Boah. Okay, alles doch automatisiert. Cool. Muss ja eigentlich gar nichts machen. Das fährt ja von der Lehne. Dann erkläre ich dir mal schnell die Regeln. Ich hab dir doch schon gelesen. Das Zeitlimit für die Anfängerstrecke beträgt exakt 2 Minuten. Hey, ich fahr da bloß immer im Kreis. Wenn du innerhalb des Zeitlimits alle Lichter berührst und zum Tor zurückkehrst, hast du es geschafft, Mann. Du verlierst, wenn du das Lenkrad nach dem Ergreifen loslässt. Oder wenn du die Strecke verlässt. Also dann, auf die Bitte. Fertig. Los, Mann. Schuppen. Mal, siehst du, wie das ausreicht, ey. Wow, nicht so weit nach vorne lenken. Ach, guck mal, einfach... Also bin ich ja schon richtig schnell. Tada! Okay, die Lichter sind doch einfach hier im Nichts. Ist okay. Boah! Richtig schön geschnitten, habt ihr gesehen? So, ich schätze mal, der wird halt einfach nur Geld geben. Ist ja nicht so schlecht. Ey, der Boot ist ja schon richtig super. Lässt sich richtig cool lenken. Ja, muss nach vorne drücken. Sollte ich nicht, weil dann fahre ich nicht wirklich schneller, dann... Dann sink ich ein. Na dumm. Ey, guck mal, seht ihr, in der Hälfte der Zeit einfach geschafft. Neuer Rekord! Lebt man die anderen Strecken auch nochmal durch? Ich weiß nicht. Da hab ich aber Glück auch gemacht bei Taburasa, ne? Da bist du wieder da. Willst du nicht erstmal wieder einen festen Boden unter den Füßen haben? Komm mal her. So, du hast die Anfängerstrecke geschafft. Deine Fahrweise war wirklich mitreißend. Hier ist dein Preis. Du hast ihn dir richtig verdient. Ersatzbatterie. Ach, sieh mal, das war noch nicht alles. Wow, ein Röstschnapper, cool. Dieses Gericht hat Kiana von Restaurant extra für unseren Helden gekocht. Wenn du auf den Geschmack gekommen bist, dann schau doch mal im Schlemmerbucht vorbei. Willst du es nochmal versuchen? Eine andere Strecke, bitte. Warte mal, wir sind jetzt noch ein... Lieber doch nicht. Der stolze Blick eines Mannes, der Großes vollbracht hat. Da hüpft mein Herz. Nur immer weiter so, ja? Ja, lecker. Will es denn die anderen Strecken ohne probieren? Weil das ist ja total einfach. So, ich frage mal nochmal Bescheid hier. Ich will die Profistrecke. Na Mann, ich dachte, Reifen wären nicht so das Mittel der Wahl, weil sie im Meer nun mal nicht weiterhelfen. Aber Pio machte es Spaß, einfach mal neue Teile am Fahrzeug auf dem Meer auszuprobieren. Allerdings hört man diese Sonar... Hört man... Wird, ich will es wagen, ist doch egal. Na, welche Strecke denn? Für Fortgeschrittene. Ah, keine schlechte Wahl. Guck mal, der Typ hat richtig Bock. Bereit die Strecke vor. Ja, klar. Dann mal unter an Bordmatrose. Fortgeschrittene. Mal sehen, das müsste dieser Schalter sein. Leute, was sind denn für Lichter? Die entstehen einfach so. Warum? Ich weiß es doch nicht. Also dann erkläre ich immer die Regeln, ne? Das Zeitlimit auch 2 Minuten. Und durch alle Lichter durchfahren. Okay, ich habe mir die Strecke jetzt nicht angeguckt, aber was soll's. Auf die Bitte. Fertig, los, Link, grabben.
Die schön fest, Mann. Okay, da muss ein größerer Kreis. Okay, da jetzt noch mal ein bisschen nach da. Okay, okay. Ich fahre einfach hier lang, oder? Ja, also ne, ich werde auf jeden Fall noch mal mich schlau machen, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir mindestens jedes Minispiel mal so gesehen haben. Ne? Ja, diese Lorenrennen, was bei den Goronen, das hat ja noch einen Stoff als Belohnung gebracht, das zählt aber eigentlich auch dazu. Ist auch eher so ein nettes kleines Minigame. Aber ja, es gibt noch so ein paar andere. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben mit den Schildschlittern haben wir gemacht, ne, auch die ganzen Strecken. Was sind jetzt die solche? Kann ich einfach doppelt da durchfahren? Nee, ich muss ja durch die... Cool, sieht so aus, soll ich hier durchballern? Nee, oder ich muss die schon einzeln einsammeln. Also ich weiß natürlich nicht, wie groß die Reihenfolge da ist. So, kein Problem. Oh nein, mein Akku ist gleich alle. Dann muss ich meine richtige Energie nehmen. So, guck mal, trotzdem in der Hälfte der Zeit, Leute. Kein Problem. New Record! Jetzt kriegst du eine super Batterie. Komm doch erstmal wieder an Land, Mann. Ich trockne dich ab. Nein, Landa, ist nicht nötig, danke. Du hast die fortgeschrittenen Strecke geschafft. Ich habe richtig mitgefiebert. Für diese Leistung berührt dir ein besonderer Preis. Guck mal. Oh, wow, drei Ersatzbatterien. Mensch, ich kann es gar nicht fassen. Ach, guck mal, das war noch nicht alles hier. Guck mal hier, ein Kraftschmorfisch. Ist der geil? Den kennst du noch gar nicht. Dieses Gericht hat Kiana vom Restaurant extra für unseren Helden gekocht. Komm doch einfach mal wieder vorbei, ne? Also, lieber nicht normal. Dann hüpft mein Herz. Ja, komm, einmal noch. Komm, einem die vor, jetzt können wir noch die andere Strecke machen, ne? Aber ich verstehe nicht ganz, ich verstehe nicht, wieso, ich dachte, das sind die angestellt Rennen. Ich meine, das ist ja ein Hindernisparcours, ist doch kein Rennen, ich fahre ja alleine. False Advertising. Ah, keine schlechte Wahl. Yolanda, der hat Hummeln im Hintern, der will nochmal. Alles klar. An Bord, Matrose, welchen Schalter jetzt nochmal? Von welchen Schaltern redet der? Der hat aber sich keine Schalter. So, ich denke mal, die Expertenstrecke... Die wird bestimmt nicht innerhalb von einer Minute erledigt sein. Leider. Boah. Okay, hätte ich mir vielleicht doch mal angucken müssen. Da muss ich mal kurz die Regeln erklären, ja? Zum dritten Mal, weil du jetzt so vergesslich bist. Bin ich da ja nicht. Au, je. So, wie weit geht's nach links? Ah, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch vollkommen machbar aus. So. Oh, meine Batterie ist ja alle. Alter, die hat so lange gehalten. Na gut, muss ich mit meiner eigenen Batterie klarkommen. Ja, das ist ja alles bloß, du fährst einfach bloß im Kreis. Oh, guck mal, ich hab sogar mehr Zeit. Ich hab ein bisschen mehr Zeit. Mehr Zeit im Meer. Versteht ihr? Leute, versteht ihr das? Ja, guck mal, soll ich mal versuchen, da einfach durch die Mitte durchzufahren? Aber ich trau mich nicht. Ich trau mir das echt nicht, weil das ist bestimmt nicht richtig. Aber das sieht halt so aus. Aber ich meine, ich weiß nicht, Nee, ich glaube nicht. Das wäre den Weg zu weit weg. Dann fahre ich genau da durch. Ich sehe das schon kommen. Aber mit dem Lenken, das funktioniert richtig gut. Also Quatsch, ey. Du kannst ja richtig mal... Probier dich ruhig aus, ein Schiff hier zu bauen. Das wäre ja nicht nötig. Am Ende wird er nur langsamer. Dumm. Badum. So. Die Säule leuchtet. Und er kriegt wieder knapp in einer Minute hin. Obwohl, nee, ich hatte am Anfang mehr Zeit. Okay, ich habe mich gesagt. Leute, eure Rennen sind richtig lehm. Neuer Record! So, das mache ich nie wieder. Ich bin doch gar nicht gewillt, irgendwelche Experimente zu machen mit irgendwelchen krassen Rennbooten oder so. Das war jetzt die perfekte Mischung aus Lenkbarkeit und Geschwindigkeit. Du hast die Expertenstrecke geschafft. Mein Puls ist vor Aufregung gleich mitgerast. Und hier ist dann dein Preis. Oh, 5 Batterien. Mann! Ach, sieh mal, das war noch nicht alles. Guck mal, hier wird geil zu essen. Abwehrschmorkrabbe, Brückeil. Dieses Gericht hat Kiana extra gekocht für dich, Mann. Ja, geh doch mal in der Schlimmerbuch vorbeigucken. Nochmal, wenn ich nicht. Der stolze Blick eines Mannes, der Großes vollbracht hat. Immer weiter so, ja? So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Minigame. Ja, ist doch ganz nett, ne? So was Kleines, Nebensächliches kann man mal machen. So, was machen wir denn jetzt? Leute, ich würde sagen, wir gehen den letzten, Abgrund machen. Dann schaffen wir vielleicht heute noch ein paar Höhlen, die ich an sich ja schon erkundet habe, aber wo ich den Frosch nicht gefunden habe. Na, dann vielleicht erst beim nächsten Mal denn richtig schön neue Höhlen. Wo ich immer noch hoffe, dass ich da wirklich alle noch fehlenden Rüstungsteile finde. Nicht unbedingt die Gegenstände, da habe ich nämlich auch wieder dran gedacht, ey, im Untergrund, da wird ja auch noch richtig viel sein. Ne, weil da haben wir auch ganz viele, da haben wir ja die ganzen Amiibo-Klamotten und sowas gefunden. Da bin ich hier richtig, ja natürlich, yay. Warte, da muss ich nochmal ein bisschen besser fliegen können, sonst ist das zu weit.
Nee, weil da gibt's nämlich noch halt, ja, muss alle im Untergrund müssen wir irgendwann auch nochmal. Hat jetzt Zelig eher dazu, dass wir dann, wenn die Karte 100% gemacht werden soll, für die ganzen Landmarks. Aber naja, ach man. So, also ich hoffe, ne, mit den ganzen, wie gesagt, die ganzen Abgründe, die man so auf der Karte natürlich ganz groß sieht, die haben wir alle gemacht. Und dann halt die letzten waren halt durch die Brunnen. Die geheimen Brunnen, die auch manchmal nach unten in den Abgrund führen, da habe ich eigentlich alle gemacht. Aber der hier, der ist der letzte, Leute. So, wie heißt der? Entdeckt, Alter. Ost-Gerudo-Abgrund. Genau, der Ost-Gerudo-Abgrund. Also Markierung weg. Jetzt haben wir ihn. Wenn ich schon mal hier bin, Leute. Hey Mann! Oh Scheiße, der hat noch nicht besiegt. Ein Gigama, der noch lebt, Leute. Oh, oh, den können wir gleich mitnehmen. Au! Leute, ich muss ihn mitnehmen. So, dann machen wir aber einen kurzen Prozess, oder? Schöne, ultra starke, boostete Rüstung. Und als Waffe, wo haben wir sie denn? Wo habe ich sie denn? Die ist gleich kaputt. Meine ganzen starken Waffen sind im Arsch, Leute. Warum hat mir denn eigentlich keiner gesagt? Na gut, was sind denn all für komische Waffen? Okay, dann muss ich erstmal hier wieder was zaubern. Warte mal, so ganz schnell auf dem Boden. Ja, weil ich halt immer so, ich spare halt immer noch wegen diesen ganzen starken Gegenständen hier. Die brauche ich alle für Rüstung. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen ängstlich. Ne, genau die Dinger hier auch, die wird alles so richtig teuer. Da wird alles benötigt, Mann. Vor allem diese Drachendinger hier, oh. Na, deswegen, ja, oder wird immer schwächer. Na, da brauche ich ja auch irgendwann diese Dinger. Hier habe ich richtig viel von. So, aber natürlich deswegen auch, nicht so stark. Aber doch, ey, klar, geht doch. Mit meiner Rüstung alles cool. Whee! Oder natürlich muss ich muss hier alles abbauen, ne? Tut mir leid. Alter, ja, bum, bum. So, du Monster. Oh, halt, nicht den Anvisier Link. Nicht den Monster! So, und einmal noch. Oh! Link ist einfach zu strong. So. Oh, gib her deinen ganzen geilen Scheiß. Ein großer Sonanium-Energiekristall. Gott, die gibt's ja auch noch. Wo ich auch noch richtig viel von hab, ey. Muss ich auch noch mal gucken, wann ich die genau eintausche, vor allem gegen Watt und so. So, aber erstmal eins kurz hier, ja. Hopp, hopp. Hat sich doch gelohnt, Leute. Seht ihr, da war hier bei dem Abgrund noch ein nicht besiegbarer Gigama, den ich noch nicht besiegt hatte. Hopp, 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 hopp. Dann will ich jetzt aber echt mal irgendwann den Heldengeist auch boosten, dass wir vielleicht so den letzten Akt dieses Let's Plays in dieser super starken Rüstung rumrennen können. Maximal aufgewertet. Ja, da brauche ich bestimmt noch richtig viel großes Sonanium und all so einen möglichen Scheiß. Aber okay. Das war das. Bin ich irgendwo in der Nähe? Wo ich hier schon mal... Warte mal. Heldenpfad? Oh, hier war ich überhaupt noch nicht. Oh. Warte mal, Leute. Dann kann man doch hier mal gucken. Was ist denn dit? Das, oh Gott, hier fehlt noch so viel. Ne? Und hier irgendwo werden noch die ganzen Sachen sein. Deswegen aber kurz mal neugierig, Leute. Lass mich kurz mal... Lass mich mal gucken, Leute. Oh nein, ich wollte doch in die Höhlen. Ja, da kann ich wieder schön viel abbauen, da wird nichts sein. Aber das, ach, das ist ja ein Jägerversteck. Ja, habe ich ja auch schon mal mich schlau gemacht. Kann ich auch mal schnell erzählen, Leute, tatsächlich, guck mal hier. Diese Steinplatten, diese Bauplansteinplatten, da haben wir alle von. Da gibt es nur 12. Aber hiervon gibt es irgendwie über 30. Okay, ja, da fehlen noch so ein bisschen was, ne? Deswegen, ey, komm, mal ganz schnell hier das machen. Okay, hier werden es aber nicht irgendwie so eine... geile Waffe oder sowas haben? Nee. Ich weiß auch inzwischen durch euch, wo es diesen Twilight Princess Schrägstrich Lichtbogen gibt, der auch einzigartig ist. Weiß ich inzwischen auch schon, ne? Also Leute, Dankeschön auch für all eure ganzen Tipps, die ich immer wieder lese bei Gebieten, wo ich denn war und wo denn halt noch Zusatzinfos immer sehr, sehr gelegen kommen. Auch zu irgendwelchen Lore-Sachen und so, ist immer ganz cool. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr so mitmacht bei diesem Projekt. So, was haben die denn da? Die haben mir nur Schmutz. Oh, ich dachte, ich kann hier rüberjumpen. Oh, oh. Hm, hat da einer gerade vor Schmerzen geschrien? Nein. Das habt ihr euch eingebildet. Oh, oh, linke Haar. Vorsicht. So, dann mit den Tieren, weil die halten ja nicht aus, diese Jägertrottel. So, wo ist denn hier der Eingang? Ach so, der ist mit Strom. Wieso ist der mit Strom? Mach mal auf hier die Tür. Einfach so durchgegangen. Hey, das darfst du da gar nicht. Ach ja, doch. Tot.
Der war ja hier ganz alleine. Also vielleicht sogar echt so eine Jägerfestung, die man von Anfang an hätte ganz schnell machen können. Na gut. Oh, der ist ja wieder ein Zwacken. Ling, 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 ling. So, da kommt die ganze Heldin-Musik, um mal eins kurz einsacken. Oder die ganzen Kisten, zumindest prüfen, ne? Na, bum, bum. Für Pfeile, ja. Und Riesenleuchtdinger. Aua, und Stacheln in die Fresse. Link, ganz kurz hier, du musst hier kurz mal vorbei. Ich will nur zu den Fässern. Ja, Holzpfeile. Jupp. Aber die sich hier überhaupt bauen, ne? Kreativ sind die Jäger, das muss man ja sagen. Alter, so viele Bananen. So, also, erstmal wichtig, allerneueste Erkenntnisse über das Miasma. Bitte jeden der Punkte aufmerksam durchlesen. Das Miasma kann auf keinerlei Weise bekämpft, entfernt oder getilgt werden. Eis, Feuer und Elektrizität sind nutzlos. Zweitens, berühren von Miasma greift dauerhaft Lebenskräfte an. Keinesfalls drauf oder hineintreten und nicht essen. Drittens, durch Miasma verlorene Lebenskraft lässt sich auf zwei Arten wiederherstellen. Behandlung mit Sonnenflecken, A, oder B, Verlassen des Untergrunds und Rückkehr zur Oberfläche. Neueste Untersuchungen zeigen, dass das Licht von Wurzeln an der Decke unter Umständen ebenfalls heilsam sein könnte. Allerdings bedürfte es hierfür eine Art Methode zur Verstärkung des Lichts, welche derzeit noch erforscht wird. Ruhm Koga. Die rätseln alle über Sachen, die wir dann einfach relativ schnell lösen können. Ne? So sind sie. Okay. Gucken wir, was es wieder noch für einen Bauplan gibt. Irgendeinen coolen. Erstmal wieder einen Zwacken. Könnte ich diese Kristalldinger auch eintauschen gegen Sonau-Bauteile? Wäre richtig cool. Yeah, der Jägerbauplan Nummer 25. Ein Kampfportal. Oho. Dass man einfach dann durchlüftet und dann kriegen die alle auf den Sack, die Monster. Okay, geil. So, weil das auch mal schnell macht. Ja, Leute, ich weiß ja, das war jetzt erstmal das letzte Mal. Weil ich muss ja durch den Abgrund durchfliegen, damit er auf der Karte erscheint. Ja, oder kurz daran vorbeilaufen. Ich weiß, aber jetzt haben wir das hier schön geschafft. Untergrund ist dann später wieder dran. So, dann gehen wir jetzt mal hier in diese Höhle, die noch kein Häkchen hat, wo wir uns ja hin teleportieren können, direkt zum Schrein. Und wo ist da der Frosch? Der war ja auch noch da, wo sich der König der Soras temporär zurückgezogen hat. Da habe ich ja auch den Frosch nicht gefunden. Und dabei zeigt er mir doch immer, wo der Frosch die Locken hat. Warum ist denn das immer so schwierig für mich? Ich check hier gar nichts. Oh Gott, wenn ich auf mein Geld gucke, Mann, ich habe so viel Geld ausgegeben. So, das müsste diese Höhle sein. Ne, okay, ja, es ist extrem kalt, ich weiß, Link. Ich dachte, du hast inzwischen bloß, dass du ein bisschen aushältst. Nein, wie soll ich das machen? So, so ein bisschen Stärke noch. Okay, hoppala, so, ich brauche euer Loot, Mann. Euer Loot tut mir gut. Wow! Ja, wie er die aber auch alle wegfetzt, ey. Leg dich mal kurz hin. Oh, danke, Tulin. Bum, bum. So, ich baue mal ein bisschen hier ab, ja? Während der mich hier natürlich nicht in Ruhe lässt. Aua! Sag mal. Ich bin schneller im Zielen und im Schießen. So, das Ding hier ist ein bisschen stärker. Aber nicht so, sondern nicht viel. Oh, das ist ein Trüffel. Das ist mein Trüffel. Gib ihn her. So, ja, meine Kappe, die sind, ich brauche diese Silberhörner. Das hätte ich schon längst mal wieder an der Waffe rangemacht. Aber irgendwie. Bum, 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 bum. Zerbrochen. So, dann, ach komm, machen wir das Ding auch gleich hier im Arsch. Ne? So, und schön in die Fresse. Okay, alles klar. Das ist auch kaputt. Ein schöner Verschleiß wieder, aber was soll's. Down. So. Jetzt kann ich mich in Ruhe umgucken. Wieder schön neue Pfeile. Ich könnte mir vorstellen, dass der hinter irgendeiner Eiswand ist. Aber auch eher am Anfang. Oder soll ich echt tauchen? Nee, ne? Nee, das ist zu kalt. Ups. Link ganz ruhig. Sorry. Pop, pop. So, Lenny, warte mal. Also beim Schreien. Erstmal würde ich ihn umgucken. Ich habe jetzt erstmal die Gegner nur gesehen und Angst gekriegt. Hier beim Schreien geht es vielleicht einfach direkt dahinter weiter oder so. So eine kleine Höhle. Nö. Bup, bup. Ja, dann irgendwie hier. Ich weiß auch nicht, warum ich den verpasst habe. Meistens sind das ja so ganz offensichtliche Dinger. Einfach so eine kleine Höhle. Aber ich muss immer noch sagen, manchmal ist das hier echt sehr, sehr neblig. Dann sieht man das immer nicht so schnell. Also jedenfalls ich. Meine Augen werden alt, Leute. Was soll ich machen? So, guck mal. Da hinten zum Beispiel würde ich jetzt sagen, so ist da nix. Na, wenn es ja doch wie eine Höhle ist, weil das ist ja auch alles so ein komisches, fettes, blaues Eis, was auch nicht hier schmolzen werden kann. Wupp. Oder?
Wo soll denn hier was sein? Knacks. Jetzt bin ich ja schon wieder am Ausgang. Oh, warum diese geilen Klammerdinger, ey? Die sind auch mal so, die bringen immer so viel. Oh, die runterfallen einfach mit eingesammelt. So, ja, ich höre hier auch nichts. Warte mal, rennt die auch gleich wieder mir in die Arme? Ah, leider nicht. Na gut. Tada, Klammerechse. Hallo? Ja, na, wo ist denn der Eingang überhaupt der Höhle? Bin ich da von oben runtergefallen? Ach, ich bin von oben runtergefallen in diese Höhle. Ja, okay, dann kann er natürlich einfach noch... Dann kann er ja noch... an so einer Abzweigung da oben sein. Ja, warte, guck gleich danach. Jetzt mal ganz gewiss hier nachgucken. Hinter den Dingern, bupp. Ja, Felsbrock zerbricht gleich. Oh, was zum... Link, bupp, bupp. Oh, ein Topaz, sehr schön. Ja, hier unten wird nichts sein. Hier an der Decke sind überall diese Viecher. Oder da hinten? Warte mal, was da hinten? Oh, tot. Tot ist hier hinten, ne? Jetzt irgendwo hoch, dann sieht die Decke so komisch aus. Aber nee, ist bloß eingedellt. Also da. Okay, gut. Nee, dann meinst du es nach oben? Hoch, 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 hoch. Und beim Runterfallen genau gucken, wo ich dahin lande. Zoom. Moment. Bin schon ein bisschen an der Nähe. In der Nähe da. Ach guck, ich kann einfach gleich hier auf diesen... Kann ich mich auf diesen Fahrstuhl... Warte mal, was, ich hab den... Ach, das ist falsche. So. Stup, auf diese kleine Plattform mal machen. So, jetzt hier mal ein bisschen gucken. Wo ist hier was? Hä, da ist doch so ein Eingang. Hä, der wird doch einfach da sein. Was ist denn das? Warum habe ich denn das verpasst? Hm? Guck mal, da ist doch nur so eine Wurzel. Hier, was ist hier los? Hier ist er doch bestimmt. Ja, na, selbstverständlich. Oh, so. Oh, er lebt doch. Er lebt ja noch. Oh, ist komisch. So. Auji. So, 73, ey, man, so krass. Und die Höhle hat ein Häkchen, also kann der Stempel weg. So. Ja, dann, könnt ihr noch mehr sein, irgendwie auf diesen Vorsprüngen? Ich glaube nicht. Warte, dann, welche Höhle machen wir als nächstes? Kommen gleich bei dem Sora-King. Der, ja, genau, hier. Sind ja zwei Eingänge, deswegen ein und derselbe Häkchen-Slot dann. Hoffentlich. Ey, vielleicht hätte ich den Frosch ja nicht finden können, weil, da, wie gesagt, wir waren ja an der Höhle, wo der Sora-König noch da war. Und vielleicht hat er einfach auf dem Frosch draufgesessen, dass ich ja nicht sehen und hören konnte. Weil er wohl so, aber jetzt ist der König ja wieder zurück in seinem Thronsaal. Und jetzt ist er bestimmt einfach auf dem Thron selber, der Frosch. Ist meine Theorie, ne, dass ich mich schon rausreden kann, ich konnte den vorher ja nicht finden. Wie soll das möglich gewesen sein? Tja, ja, tja. So, der obere Eingang, der war ja richtig fies. So richtig so ein ganz kleines Loch, damit man den eher nicht findet. Genau, hier, jetzt ja schon runter. So. Richtig cool. Okay, halt. Hier jetzt aber mal. Ich glaube, hier bin ich auch viel zu schnell den Wasserfall einfach hoch. Ne? Deswegen habe ich bestimmt auch ein bisschen was verpasst. Hopp. Ja, guck mal, wie groß das hier ist. Richtig cool. Genau, hier war ich auch hinter so einem Wasserfall. Ich erinnere mich. Aber war der hier die ganze Zeit nicht, der Frosch? Wo ist der denn? Ich halte auch mal die Ohren auf. Ich lausche mal ein bisschen. Frosch? War ich so abgelenkt von dem? Oder vielleicht hinter dem Wasserfall hier? So ganz billig. Nee. Tatsächlich nicht. Okay, dann einfach nochmal komplett durchgehen, so wie früher. Mit der geilen Sora-Rüstung. Moment, wo ist er? Hier, Wasserfall. Oh, die kann ich aber halt auf Stufe 2 boosten. Dann sehen wir richtig, was die macht. Hoppala. Ja, aber eigentlich, der wird doch hinterm Thron sein, oder? Oder hier in der Spalte drinne. Nee. Einfach hinter dem Wasserfall hier? Nee, hier unten? Hier ist ja noch richtig viel. Was ist denn hier unten noch alles? Ah, da ist er, ja. Sorry, Kollege. Wir haben ihn. Und sogar noch eine Truhe, die ich natürlich auch wieder voll verpasst habe. Aber ja, und hier unten war ich wirklich nicht. Okay. Oh, 5 Holzweile, geil. So, dann haben wir, genau, die beiden Ausgänge haben ihr Häkchen. Und sehr, sehr gut. Stempel gelöscht. Trotzdem noch mal ein bisschen umgucken. Naja, eine Ramda-Höhle sollte hier nicht sein. Mann, ich hoffe, wir finden alle Ramdas Schätze, ey. Oder halt diese komischen Schreine von ihm, die sind überall in Höhlen. Ich hoffe, ich finde da noch alle. Jupp. Hupp. Nö.
Okay, na dann, Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ey. Es tut mir leid, das Rennen hat einfach so viel Zeit in Anspruch genommen. Ach ja, was war das denn hier eigentlich? Oh, da war ich ja auch und hab's total verkackt, Leute. Mann! Den werden wir uns ohne widmen. Ich weiß doch nicht, wie ich das verkackt haben kann. Ich meine, das war eine große Höhle mit Abgrund, ne? Aber ich hab ihn ja trotzdem verpasst, habt ihr ja gesehen. Soll ich schon hier eigentlich die normale Zahl genannt? Ja, da haben wir ja gesehen hier, dass hier Kilton, Colton, 29 Stück sind es. Und ja, das wird dauern. Je nachdem, wenn die Höhle ja auch noch, ich muss sie ja noch erkunden. Noch hier war ja gerade in Höhlen rein, die ich ja schon längst gesehen habe. Nur mal ins kurz nochmal vorbeischnuppern. Ach, kann ich jetzt irgendwie, nups, schaffe ich das einfach? Ich muss doch nur unter den Wasserfall. Komm, Link, ganz schnell. So. Nein, Link, nein, Link, nein! Ach, Mann! Link ist so ein Trottel, so nackt einfach. Woo. Link ist nackt. Und fast sich voll den Schädel gebrochen. So. Okay, Weg hier richtig? Ja. So, dann nochmal einschneiden hier rein. Wo ist er denn? Hm, Höhle im Raum der Hoshis, ja. Der Abgrund, da war ich bestimmt auch wieder so geflasht von, dass ich gar nicht richtig geguckt habe, Leute. Hab's. Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Hinter mir, vor mir, über mir, nö. Doch noch weiter in die Richtung. Ah, da oben! Was macht er denn da oben? Abgrund beim Dorf der Sora. Also gleich wieder Link, mach dich mal wieder schick. Ja! Hallöchen. Oh, fast in die Decke geflogen. So, du willst also ins Wasser fallen. Oh nein! Alter, wie er rote Augen gekriegt hat. Er wollte mich angreifen. Bist du? Oh scheiße, wo ist das Ding? Gib her. Yeah. Sehr schön, Leute. Nun gut. Dann, haben wir auch hier das Häkchen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder, wenn es wieder heißt, neue Höhlen entdecken. Und diesmal auch wirklich neue Höhlen. Aber ein paar habe ich noch, wo einfach nur das Häkchen fehlt. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.